Wir könnten schon mal hier sicherheitshalber das erste Ding hinschmeißen. Na, ich könnte mir hier schon mal aufrüsten. Hier mal unten trotzdem das hin zur Verteidigung mit, weil da wirklich sehr viele uns sind, da immer nur einer schießen kann. Es geht aber tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Deswegen war ich jetzt hier erstmal kurz vor uns hier. Klar, hier ist jetzt mal einer durchgegangen, aber wir kriegen verhältnismäßig schnell Geld zusammen, uns hier die Melona-Pulte überall hinzustellen. Ich höre jetzt auch noch sehr viel Gekaue und Geknapper an meinen Sachen, aber an sich hier lieber mal mit abstützen, dass da mehr Schaden kommt, wenn die auf die Walnuss zulaufen. Wunderbar. Ich würde erst ersetzen, wenn die wirklich kaputt geht, wenn ich die Ressourcen noch woanders reinziehen kann. Bis jetzt schaut es aber gut aus. Überlebensmodus oder den Überlebensmodus kann ich bis jetzt auch voll und ganz empfehlen. Durchaus schön gemacht, wie ich finde. Ich bin bloß gerade skeptisch. Ich habe drei Hochwalnüsse, die sehr traurig gucken. Und eine riesige dritte Welle, die im Anmarsch ist. Es könnte sein, dass sie jetzt da unten, warte mal. Nur so zur Sicherheit. Mal ein bisschen abschwächen. Da ging noch mal einer kaputt und der letzte auch. Sehr schön. Ah, siehst du, ein Stachelding ist noch übrig. Oh, das ist aber nicht schön. Wenn der sich sprengt, jagt er meine ganze Verteidigung in die Luft. Na, ist egal. Also egal ist es nicht, aber wir nehmen mit. Dich nehmen wir mit. Weißt du was, wir nehmen einfach nochmal ihn mit. Wenn ich so eins sehe, vielleicht ziehe ich dann einfach schnell einen Eispilz oder so. Ich brauche nochmal einen Platz für dich, aber vorher, ne, nehmen wir dich mit, nehmen wir euch zwei mit. Dich, ja, Kürbis theoretisch und Magnetpilz theoretisch auch. Machen wir es erstmal nur so und dann wieder euch drei. Nehmen wir mal euch zwei und den Eispilz. Das müsste gehen. Achtung, ich habe keine... Achtung, du hast keine Pflanzen. Also gut, dass das Spiel für mich mitdenkt, aber... Du hast keine Pflanzen zur Abwehr von Ballonzombies gewählt. Ach, da unten der Schlingel. Okay. Entweder wir setzen Kakteen überall rein oder wir pusten die jedes Mal mit dem Wehblatt weg. Nee, pass auf, das machen wir anders. Wir lassen dich weg und nehmen dafür das Wehblatt mit. Weil, wenn die Kakteen den zerschießen und der ist schon hinter der Hochwalnuss, dann macht er bloß Schaden bei uns in der Verteidigung und da habe ich gar keine Lust drauf. Da schießen wir den jedes Mal einfach komplett weg. Der hat ja auch eine gewisse Zeit, bis er bei uns rübergeflogen ist. Hier muss auf jeden Fall eine Verlangsamung drauf. Dann sind schon mal drei rein verlangsamt mit dem. Ja, ein bisschen schneller hätte ich sein müssen. Hätte ich jetzt den Slot mit dem Stachelstein noch frei gehabt, aber es gibt Schlimmeres. Weil sie mit 10 Slots wäre das auch kein Problem gewesen. Oh, da sind sie durchgekommen. Das ist nicht gut. Da dachte ich schon, ist ja mit dem Magnetpilz geschehen. Ja, da unten werden sie auch gleich durchkommen. Da, ich habe ja gerade noch sehr viel Cooldown auf die Hochwalnuss. Aber ist okay. Der ist schon kaputt gegangen. Die sind auch alle weg. Nee. Wir sparen mal kurz, bis ich hier meine Hochwalnuss gesetzt habe. Kann ich hier auch einen Magnetpilz setzen.
Und den Stachelstein, wo ist er? Da oben direkt dahinter. Und jetzt brauchte ich nur hier mal was zum Verlangsamen. Ja, doch, das merkt schon, eine zum Verlangsamen. Der drei Reihen. Die Dinger sind einfach nur unglaublich stark. Wunderbar. Hier den nächsten hin. Und jetzt nur noch ein paar Sonnen, damit ich verlangsamen kann. Vielen Dank. So, jetzt sollte mit dem Gekaue erstmal Ruhe sein. Wie ist die alles so schön einfriert? Wunderbar. Und hier braucht ihr auch mal eine normale Katapulte endlich mal noch. Wahrscheinlich wird uns jetzt der Kollege noch verlassen. So, ich habe jetzt noch keinen verpasst, weil der drüber über mich hinweggeflogen ist. Und ich habe noch einen Platz, wo ich die setzen könnte. Okay, nee, soll eigentlich gehen. Okay, das haben wir weggenommen, das ist gut. Da fliegen zwei Stück. Geht mal weg. Das wäre kein Problem mit einem, wie heißt's? Mit dem Kürbis außenrum. Wir sind jetzt auch nicht permanent verlangsamt. Wobei, weißt du was, jetzt sind sie es doch. Der erste Kopf rollt, wahlweise der vorletzte. Hin. Noch viel, viel mehr. Ich sehe schon. Ich glaube, einmal Zombies nochmal extra. Und ansonsten ist die Welle, glaube ich, gleich. Und die sprengen Zombies hinweg. Das heißt, ihr hier. Euch nehme ich mit. Ne, oder war es das schon? Und dann nochmal wieder euch drei. Na, nee, halt. Da ist er. Jetzt aber. Das müsste passen. Tja, da kommt der Nebel und wird sofort weggemacht. Besser ist das. Der Pilzsender hat auch nichts mehr zu tun. Er hat am Anfang einmal gebraucht, seitdem steht er da rum. Naja. Stimmt, ich bräuchte hier vorne auch so langsam mal. Das ist wahrscheinlich noch wichtiger. Magnetpilze, die auch mit dem Kürbis geschützt werden. Dann kriegt schon mal da vorne alles seine Ausrüstung weggezogen, sofern sie metallisch ist. Da geht der Schaden einfach durch. Und jetzt brauche ich erstmal halt Massen an Melonenkatapulten. Kürbisse haben mittlerweile auch. Zumindest mal die zwei notwendigsten. Aber ich glaube, nach der Flagge ist schon wieder durch, oder? Ja, ein bisschen Geld kommt noch, das ist gut. Du kannst auch mal weg, da habe ich lieber noch so einen mit hin. Und da sind wir schon wieder am Ende. Guck mal, wie schnell das geht. Jetzt muss ich nur genug sammeln, damit ich noch einen Kürbis schnell setzen kann. Ja, wart klar. So, ich schieße mal wieder zurück. Da wehen wir ans andere Ende der Stadt. Vielleicht hat der ein oder andere Nachbar ein Flugabwehrgeschütz aufgebaut. Ich sehe schon, hier müsste mehr geschossen werden. Der ist weg und hier will ich dann gerne noch was zur Verlangsamung beitragen.
Gut, haben wir jetzt immer gebraucht, aber ich mal damit hingesetzt, da ist die Münze verschwunden. Ein weiterer Diamant, wir haben es geschafft. Neuer Überlebensmodus freigeschalten. Ja, Nachtschwer, wunderbar, aber ich würde sagen, die Dachüberlebensmission, die machen wir noch. Wobei, jetzt habe ich nach jedem Überlebensmodus, habe ich einmal rausgeklickt, nichts Neues im Garten. Okay, außer dass er wieder schläft. Na gut, Überleben. Los geht's. Kurz und schmerzlos. Ich wollte was sagen, ich habe wieder mal die Reihenfolge vertauscht. Ich wollte erst was sagen und dann klicken. Dafür hat es wieder mal nicht gereicht. Wunderschön. Also mal mehr als zwei Schritte zu denken. Aber okay, ich brauche dich. Ich brauche dich und euch brauche ich. Nüsse brauchen wir auf jeden Fall, wenn auch noch nicht jetzt. Euch habe ich schon überlegt, aber ich glaube, euch brauche ich jetzt noch nicht. Wobei, die ersten könnte ich hier schon setzen. Nehmen wir trotzdem auch die schon mal mit. Nö, dann unsere drei Schwerverbrecher. Und dann, danach, wenn wir jetzt alles das rechtzeitig schaffen, die Sonnenblumen austauschen. Irgendwann Cola und Cornerpult weglassen. Und dafür das Eismelonen-Katapult rein. Wie heißt's? Die Wintermelone, meine ich doch. Und dann vielleicht nochmal den Kürbis oder so. Eventuell auch Corner und Cola-Pult tauschen gegen Kaffeebohne und Magnetpilz, wenn dann einmal Zombies dastehen. Oh, und ich weiß es nicht. Hoffentlich fahren die nicht wieder auf meinem Dach entlang, weil sonst fahren die vorne meine Hochfallnüsse platt, wenn ich zu weit vorne baue. Das werden wir aber rausfinden. Okay, los geht's. Oh, da war aber nicht sehr spendabel. Derjenige, der das Level hier gebaut hat. Mit nur drei Reihen. Ich hätte schon gern bis hier vorne gehabt, ne? Also hätte ich kein Problem damit. Wir brauchen eigentlich nur zwei Reihen Sonnenblumen, weil mit den Doppelsonnenblumen kriegen wir dann wieder die doppelte Menge quasi auf den gleichen Platz. Der kommt, dann gehen wir hier hin auf diese Position. Da bräuchte ich bloß nochmal ein bisschen Sonnenenergie. Boah, ich war kurz verwirrt, warum er nicht schießt, aber okay. Hat bloß ein bisschen gebraucht. Kurze Schrecksekunde. Ja, ja, da kann er grunzen, wie er möchte. Oder was auch immer er dafür Geräusche macht, das ist mir egal. Wenn der dritte in der anderen Reihe auftaucht, würde ich da vielleicht erstmal wieder ein bisschen auf Zeit spielen. Der kommt da unten. Okay, das heißt, ich kann hier erstmal den hier in Ruhe hinsetzen. Dann kann ich den hier dazu holen. Ich würde eigentlich schon gerne die ersten Belohner-Pulte setzen hier. Aber da spricht ja eigentlich nichts gegen. Hier, bitteschön. Genau, da ist der weg. Aber bis ich jetzt hier das nächste Melona-Pult habe, die werden nicht zeitgleich kaputt gehen wahrscheinlich. Nee. Das heißt, wir müssen hier nochmal mit einem Coda-Pult intervenieren. Da oben. Nee, ich setze lieber mal nur 50 für den. Und möchte da oben ein Melona-Pult hinsetzen. Das halten wir uns alles schön auf Distanz. Und hier mal noch eine Reihe, endlich die Blumentöpfe weiter reinziehen. Na, eigentlich könnte ich hier vorne schon die ersten Dinger hinsetzen. Pass auf, das machen wir jetzt einfach mal. Ah, hier nicht, machen wir das mal hier und hier. Die gehen alle schön zugrunde. Nur da unten müsste ich mal noch mehr investieren. Ich sehe es gerade. Oh, und vor allem hier auch. Warte, warte, warte. Auch wenn ich sie weiter nicht brauche, versuchen wir es mal hier mit. Da müsste schon längst die Butter kommen. Ich bin enttäuscht. Da muss die Butter eigentlich nur so regnen. Jetzt kommt die Butter. Wunderbar. Besser spät als nie. Hm,
Ob das der unten alleine schafft? Ja, doch, das geht. Das tausche ich mal mit dem Pylon oder so ein bisschen. Ich denke immer, okay, wird ganz knapp. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch gerade die Schaufel angeklickt. Ich habe gerade meinen Melona Pult weg, ne? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Wahrscheinlich mit der Maus ausgerutscht. Sehr schön. Also, das ist ja wunderbar. Nein, ich habe was vergessen. Genau, die habe ich vergessen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall diese Schirmpflanze mitnehmen. Da muss ich hier und da wohl mal auf eine Sonnenblume verzichten. Das ist aber unschön. Verschwindet mal hier. Wie konnte ich das denn vergessen? Ja, da muss ich hier einen hinsetzen und hier einen hinsetzen. Das sind schon wieder zwei Sonnenblumen weniger. Das war jetzt Eigenverschulden. Habe ich zu langsam geschalten. Okay, pass auf. Dich brauche ich nicht mehr, aber ich brauche dich, brauche dich, brauche dich, brauche euch beide. Euch drei auch, aber vorher noch die Hochwalnuss. Und zwar, die decken 8 Felder ab, also sie selber stehen im 9. Feld in der Mitte. Das heißt, du musst weg. Machen wir das mal so. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob die nur am Ende absetzen. Weil ich glaube, das müsste eigentlich gegen das Absetzen auch helfen, wenn man hier dieses Schirmblatt mitnimmt. Wenn nicht, ist das gerade eine sehr böse Fehlinvestition, aber das werden wir rausfinden. Ja, ja. Immer mit der Ruhe, meine aggressiven Freunde. Aber ich bräuchte hier eigentlich. Eigentlich sofort, warte mal. Kam die Butter genau richtig? Ich wollte eigentlich sagen, ich müsste hier mal irgendwie noch ein Dings hinbauen. Warte mal, ich kann gerade drehen. Ich muss gucken, dass der da kaputt geht. Ich wollte ursprünglich hier den ersten Verlangsamungs-Dings reinbauen. Versuchen wir es nochmal. Erst hier normal, dann gleich die Verlangsamung hinterher. Gut, die mit dem Gatter sind mir egal, mit dem Gitter genau. Wie gesagt, das Katapult trifft von oben. Und hier direkt die Verlangsamung drauf. Und hier müsste wieder eine Schirmpflanze hin. Die können höchstens die hochfallen, so klauen. Das finde ich aber jetzt auch nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Oh, böse ist jetzt natürlich nur. Ja, vorhin war das auch wieder falsch gesetzt, ne? Ich hätte. Naja, gut. Das war, glaube ich, schon wieder tatsächlich falsch gesetzt. Ich musste hier eigentlich freilassen. Okay. Das Dachlevel hat eine große Tücke, nämlich mich. So, mal hier weg. So ein Mumpitz fangen wir hier gar nicht erst an. Mein Geschmack sind ja noch viel zu viele Löcher in der Verteidigung. Und die kommen jetzt, das hatte ich befürchtet. Egal, kriegen wir noch alles hin. Und zwar, dich brauche ich. Und dich. Und dann habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Ne, euch zwei. Ja, die Springer, gut, die kommen nicht über die Hochwalnüsse, also brauche ich momentan noch keine Kaffeebohne. Die Hochwalnuss. Und irgendwas habe ich wieder übersehen. Meine drei und was noch? Irgendwas habe ich doch gerade schon wieder übersehen. Ach so, natürlich. Unseren Kollegen hier und jetzt den ich schon die ganze Zeit meine und nicht auf die Kette kriege, seinen Namen mir zu merken.